Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pure Farming 2018. Wir sind immer noch dabei, hier dieses komische Feld zu pflügen. Wir haben jetzt auch schon 40%. Mit Glück kriegen wir es in dieser Folge fertig gepflügt. Versprechen will ich da mal nichts. Aber ja, mal gucken. Ja, ich bin immer noch kein Freund von dieser Tastaturlenkung. Zumal sie auch echt hakelig ist. Aber das will man machen. Was will man machen? Mann, bin auch kein Freund von diesem ganzen verzögerten Krams hier. Ist überhaupt nicht meins. Warum kann ich da nicht schon draufdrücken, sobald der oben ist? Warum muss ich mal warten, bis da unten diese Optionen aufpoppen? Voll ätzend. Nee, also mein Freund Computerspiel, ne? So wird das nichts mit uns. So nicht. Ja, gleich habe ich die Hälfte des Feldes gepflügt. Ist das nicht toll? Ist ja Wahnsinn. Der helle Wahnsinn hier. Wahrscheinlich muss ich hier gar nicht so einen Affentanz machen, so mit Flug immer wenden und so. Ich weiß, wofür das ist. Ich weiß, dass man es in echt natürlich auch macht. Aber ich weiß gar nicht, ob es hier im Spiel wichtig ist. Oder ob ich hier auch einfach so drauf zufliegen kann. Oder drauf losfliegen kann, ohne darauf zu achten. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, die Hälfte des Feldes ist fertig. Ist ja der Wahnsinn, ey. Ich könnte mich freuen. Warum tue ich es denn nicht? Also es muss ja jetzt vom Zugucken muss das ja ähnlich langweilig sein wie meine Ballensammelaktion auf dem LS17, falls ihr die gesehen habt. Wo ich die irgendwie 1500 Strohballen gesammelt habe. Weg ist jetzt auch nicht so. Ich muss sagen, ich habe noch nie was Schöneres gesehen, ne? Aber
Es muss ja. Mann, ey. 58%. Jo. Und wir fliegen, 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 fliegen im Sauseschritt. Naja, wenn es mal so wäre. Ja, ich habe das Update noch nicht installiert. Es ist ja am Freitag ein neues Patch rausgekommen. Aber ich habe es noch nicht installiert, weil diese Aufnahmesession hat noch am Donnerstag stattgefunden. Aber es ist auch in dem Patch eigentlich nichts drin, wo ich jetzt sage, yippie, cool, habe ich jetzt drauf gewartet. Daher ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Also zumindest von dem, was man angekündigt hat. Ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, geil. Also der Spritverbrauch von den Traktoren ist so ein bisschen angepasst. Wenn man im Traktor drin sitzt, dieses Tablet rechts, das ist wohl verschwunden. Weil das einfach zu viel Sicht wegnimmt. Und ansonsten, man kann die Zeit jetzt auch wirklich auf 1:1 einstellen. Das heißt, eine Spielminute ist auch eine Minute in echt. Ja, okay. Wenn man es braucht. Ist okay. Aber ich komme auch ohne klar. Bisher. Ja. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, was da noch so drin war in diesem Patch. Aber wie gesagt, nichts, wo ich jetzt sagen würde, yippie, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ja, erst einmal drehen. Oh, wir haben gleich 70% geschafft. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge noch fertig kriegen. Was mich so ein bisschen nervt.
ist das ätzend. Schlafen die Finger ein auf der Tastatur. Mann, Mann, Mann. Warum dauert das so lange, bis das dann erscheint, ey? Peinlich. Peinlich, peinlich. Vergessen, den Flug auszuklappen. Prozent. Mein Mittelfinger, der auf dem W liegt, den spüre ich gar nicht mehr. Ätzend. Kann es nicht anders sein. Die ganze Nacht durchgeflücht hier, das gibt's gar nicht. Boah, ich kann tatsächlich meinen Mittelfinger nicht mehr spüren. Ob ich das mit links mit der anderen haben kann? Naja, bald haben wir das Feld, ja. Muss alles viel schneller gehen.
So viel ist es nicht mehr. 15% noch. Hey, das werdet ihr in dieser Ausgabe nicht mehr sehen. Das seht ihr in der nächsten. Ja, vielleicht hat es euch ja trotzdem irgendwie gefallen. Hinterlasst mir ein Like. Ja, gerne auch einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich auch freuen. Folgt mir bei Facebook Friesenjung13. Kommt auf meine Website friesenjung13.de. Ja, und vor allem schaltet doch vielleicht morgen wieder ein zur nächsten Folge. Dann könnt ihr nämlich erleben, wie dieses Feld hier fertig geflügt ist und wie ich dann mit der Aussaat anfange, die ja auch erledigt werden muss. In diesem Sinne sage ich dann mal, ciao.